Josh, geht das auch wirklich in Ordnung für dich? Geht das hier auch wirklich in Ordnung für dich? Dagegen spricht absolut gar nichts. Ich liebe dich. Ich sehe dich in Chemie. Ich bin beschäftigt. Mindy hat gerade eben gesagt, dass sie mich liebt. Was? Mindy, hat sie dir gesagt, dass sie dich liebt? Ja. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, okay, jetzt sagst du mir ganz genau, wie du reagiert hast, als Mindy zu dir gesagt hat, ich liebe dich. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also habe ich nur gesagt, ich sehe dich in Chemie und dann habe ich ihr die Tür vor der Nase zugeknallt. Josh, wenn ein Mädchen zu dir sagt, ich liebe dich, ist es an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen und wegzurennen. Du meinst, ich soll sie verlassen? Ja. Also, es gibt einige Möglichkeiten, das zu tun. Drake, ich will sie aber du gar nicht... Du könntest deinen eigenen Tod vortäuschen. Das ist die sauberste Art. Aber es würde Mom und Dad das Herz brechen und du müsstest Drake, umziehen. Drake, würdest du bitte zuhören? Du kannst natürlich auch eine Frau werden, aber dann hast du diese ganzen Operationen und dann musst du... Drake! Was ist, wenn ich sie auch liebe? Wieso hast du mir eine geklebt? Weil du wirres Zeug redest. Nein! Ich lieb sie vielleicht wirklich. Wow, deine Backen klingen ja unterschiedlich, wenn man draufhaut. Was? Ja, pass auf. Das dürfte ungefähr ein Halbton sein.